Herzlich willkommen bei Smart Bartending. Ich bin German und heute machen wir was, was sich sehr viele von euch gewünscht haben, und zwar Sirup selber. Es ist wirklich kinderleicht und ihr könnt bares Geld sparen, weil ihr müsst dann nicht immer die großen Flaschen kaufen, die dann bei euch versauern. Ihr könnt den Sirup immer dann machen, wenn ihr ihn braucht, und dann innerhalb von 1 bis 2 Monaten aufbrauchen. Weil wir haben das Problem auch oft, dass wir für einen Cocktail einmal einen Sirup brauchen und dann ein halbes Jahr gar nicht. Und dadurch sparen wir uns das, dass wir extra diese teuren Flaschen kaufen müssen. Falls ihr häufig Cocktails macht, ist es nicht nur deutlich günstiger, den Sirup selber zu machen, sondern auch cooler, wenn ihr euren eigenen benutzen könnt. Damit könnt ihr auch eure Freunde beeindrucken und es schmeckt auch irgendwie ein bisschen besser, wenn man weiß, man hat es selber gemacht. Es ist unglaublich einfach und geht eigentlich relativ schnell. Wir machen heute 4 Sirups. Ist das das Plural? Ja, ne, ich sag einfach. Wir machen heute 4 verschiedene Sirups, und zwar Zuckersirup, Ingwersirup, Honigsirup und Grenadinsirup. Wir haben uns ein paar Sirups rausgesucht, die man relativ häufig benutzt. Wir haben extra Timestamps unten reingemacht, auf die ihr klicken könnt, wenn ihr direkt zu einem bestimmten Sirup springen wollt. Und falls du das erste Mal auf diesem Kanal bist oder noch nicht abonniert hast, würde es uns wirklich freuen, wenn du ein Abo dalässt und ein Like gibst. Und jetzt lass uns Sirups machen. Wir beginnen mit dem Zuckersirup. Das ist der leichteste und wahrscheinlich auch der, den man am häufigsten zu Hause für Cocktails braucht oder generell für Cocktails. Wir haben uns dazu entschieden, ein 1:1 Verhältnis zu machen. Man kann den auch ein bisschen dicker machen, dann nimmt man doppelt so viel Zucker wie Wasser. Aber wir machen jetzt zu gleichen Teilen Wasser wie Zucker rein. Ich habe jetzt hier 300 ml Wasser, die gebe ich jetzt in einen Topf. Das Wasser erwärmen wir jetzt ein bisschen, damit sich der Zucker leichter löst, wenn wir den hinzugeben. Jetzt hat sich das Wasser ein bisschen erwärmt und jetzt kommt der Zucker hinzu. Also wir haben 300 ml Wasser genommen, jetzt kommen 300 Gramm Zucker drauf. Das Ganze rühren wir jetzt, bis sich der Zucker im Wasser gelöst hat. Ihr solltet es nicht zu heiß werden lassen, also es darf noch nicht kochen, sondern sollte nur warm sein. Und sobald sich der Zucker ganz gelöst hat, lassen wir das Ganze einmal aufkochen. Und nach so 1-2 Minuten machen wir den Topf aus und lassen den Zuckersirup abkühlen. Dann könnt ihr den umfüllen und dann so 1 bis 2 Monate im Kühlschrank aufbewahren und dann am besten verbrauchen. Nach so 1-2 Minuten sollte sich der ganze Zucker aufgelöst haben. Jetzt können wir den Sirup einmal zum Kochen bringen und dann einen kleinen Moment kochen lassen und anschließend abkühlen und dann abfüllen. So, jetzt ist fertig gekocht. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch kalt stellen, umfüllen und fertig ist euer selbstgemachter Zuckersirup. Noch wichtig zu sagen ist, dass alle Gefäße, wo wir später den Sirup reinfüllen, einmal abgekocht werden müssten, damit keine Keime mehr drin sind und damit der Sirup nicht schlecht wird und sich länger hält. Kommen wir zum nächsten Sirup, das ist der Ingwer-Sirup. Dafür brauchen wir, wie der Name schon sagt, eine Knolle Ingwer. Wir nehmen jetzt 250 Gramm. Es gibt eine sehr schnelle Variante, das zu machen. Wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr einen sehr schnellen Ingwer-Sirup machen, und zwar indem ihr Ingwer, Wasser und Zucker zusammen mixt, durch ein Sieb laufen lasst. Da tritt aber das Problem auf, dass man ein sehr feines Sieb braucht, und das haben wir leider hier nicht. Deswegen machen wir eine etwas aufwendigere Variante, indem wir den Ingwer in den Sirup infusen. Dafür schälen wir den Ingwer zunächst. Ich habe einen Tipp gekriegt, dass man das mit einem Löffel ganz gut machen kann. Und ich probiere das mal aus. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Und es scheint sehr gut zu funktionieren. Damit kriegt ihr diesen ganzen Dreck, der da drauf ist, ein bisschen weg. Ihr könnt auch die Schale dran lassen. Dann wird der Sirup nur ein bisschen dunkler. Jetzt haben wir so ungefähr 250 Gramm geschälten Ingwer. Den schneiden wir jetzt in Scheiben. Wenn ihr den Ingwer geschnitten habt, packen wir den erstmal zur Seite und machen einen Zuckersirup. Nur diesmal machen wir den ein bisschen dicker als vorhin. Wir machen ein Verhältnis von 1:5:1. Das heißt, wir nehmen 1,5 mal so viel Zucker wie Wasser. Das heißt, wir nehmen gleich viel Wasser wie Ingwer, also 250 Milliliter oder Gramm und 375 Gramm Zucker. Also gleiches Prozedere wie vorhin. Wir erwärmen das Wasser. Sobald das Wasser dann ein bisschen wärmer geworden ist, kommt der Zucker hinzu. Diesmal aber ein bisschen mehr, das heißt, es dauert auch ein bisschen länger, bis er sich aufgelöst hat. Jetzt kommt der Zucker mit rein. Und unterrühren lassen wir es jetzt warm werden, bis sich der ganze Zucker aufgelöst hat. Man merkt hier schon, dass es anders als vorhin ist. Es ist deutlich dicker, es ist viel mehr Zucker drin, also wird es auch ein bisschen länger dauern. Deswegen die Hitze nicht zu hoch stellen, sonst fängt es zu schnell an zu kochen. Jetzt so lange rühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat. So, jetzt kocht es langsam auf. Dann lassen wir es 1,5 Minuten ungefähr köcheln oder 1 Minute. Er ist auch direkt durchsichtig geworden, der Sirup. Und jetzt nehmen wir die Hitze runter. Und sobald er ein wenig abkühlt, kommt der Ingwer für 3 bis 5 Minuten dazu. Jetzt hört es langsam auf zu kochen. Jetzt kommt der Ingwer dazu. Jetzt lasst ihr den Ingwer ein bisschen da drin köcheln. 3 bis 5 Minuten, würde ich sagen. Nachdem wir den Ingwer 4 bis 5 Minuten gekocht haben, haben wir den in diese Flasche umgefüllt zum Abkühlen und in den Kühlschrank gestellt für 24 Stunden. Und jetzt siebe ich den Sirup ab, damit die Ingwerstücke rauskommen, und dann fülle ich es in die Flasche um. Also zuallererst sieben wir es ab.
Man sieht schon, er ist relativ durchsichtig. Hätten wir die Schale nicht abgemacht, wäre er deutlich dunkler geworden. Und jetzt füllen wir unseren fertigen Sirup in eine Flasche ab, die wir natürlich vorher abgekocht haben, damit alle Keime beseitigt sind. Und fertig ist euer selbstgemachter Ingwer-Sirup. Den könnt ihr natürlich nicht nur für Cocktails gebrauchen, sondern auch für andere Sachen. Und Kevin macht jetzt weiter mit dem Granatapfelsirup. So, Freunde, German muss leider spontan los, deswegen übernehme ich das jetzt. Ich zeige euch jetzt, wie man den Grenadinsirup macht. Grenadinsirup ist ein Sirup aus Granatäpfeln. Ich muss zugeben, am Anfang wusste ich selber nicht, woraus Grenadine gemacht ist. Ich dachte, das ist ein kleiner Unterschied, aber Grenadine ist tatsächlich Granatäpfel. Dieser wird recht häufig benutzt bei echt vielen Cocktails und unterschiedlichen Sachen. Deswegen dachten wir, ey, eigentlich müssen wir das heute machen, da wir sehr, sehr viele Sirups euch heute zeigen, die halt gängig sind. Dafür brauchen wir einen Topf und eine Herdplatte. Und wir machen es ähnlich wie schon vorhin beim Zuckersirup, nur dass wir anstatt des Wassers jetzt Granatapfelsaft hinzugeben. Beim Granatapfelsaft habe ich darauf geachtet, dass es ein Saft ist, wo kein Zucker drin ist oder ähnliches. Es ist einfach nur 100% Granatapfelsaft aus Granatäpfeln. Was auch sonst. Also, ich gebe jetzt 200 ml vom Granatapfelsaft hinzu. Das erhitzen wir jetzt erstmal. Das habe ich vorhin gewogen, das ist nochmal 300 Gramm des raffinierten Kristallzuckers. Einfach mit hinzugeben. Das wird eine süße Angelegenheit. Jetzt erhitzen wir das Ganze, bis es einmal aufkocht, wie schon vorhin beim Zuckersirup. Und dabei müsst ihr immer alles regelmäßig umrühren. So, mit der Zeit löst sich das immer weiter auf. Sieht schon langsam echt gut aus. Was mir auch besonders gut gefällt, ist, es sieht nicht so extrem dunkel aus wie bei diesen ganzen gekauften Sirups. Sirupis? Das sieht sehr natürlich aus. Also sehr schöne, angenehme rote Farbe. Also der Zucker hat sich jetzt aufgelöst. So, das Ganze hat sich jetzt mittlerweile gut aufgelöst. Der Zucker ist gar nicht mehr zu erkennen, hat sich perfekt mit Granatapfelsaft vermischt. Das alles lasse ich jetzt erstmal auf mittlerer Stufe ein bisschen ruhen. So, das alles mache ich jetzt von der Temperatur ein bisschen runter, also so auf Stufe 2 in etwa. Und dann kommt eine Geheimzutat ins Spiel, und zwar Rosenwasser. Das kommt erst hinzu, wenn alles aufgekocht ist und sich alles aufgelöst hat. Und wenn es schon langsam abkühlt, da, wenn wir es bei zu hoher Hitze das Rosenwasser dazugeben, verdammt das einfach. Ich würde euch da empfehlen, so einen halben Teelöffel oder so einen halben Barlöffel, weil es sehr, sehr intensiv ist. Also ich finde unglaublich intensiv, deswegen übertreibt damit nicht. So, also geben wir einen halben Löffel ungefähr hinzu. Das haben wir jetzt unglaublich gut, dieses Rosenwasser mit der Grenadine. Das lassen wir alles noch ein bisschen unterrühren, so auf der zweiten Stufe in etwa. Ja, jetzt würde ich das Ganze erstmal ruhen lassen, vielleicht vor ein, zwei Stunden kalt stellen. Und dann haben wir einen sehr coolen Grenadinsirup, Homemade Grenadine. Okay, Freunde, unser letzter Sirup für heute ist ein Honigsirup. Mir ist das letzte aufgefallen, wir hatten echt viele Cocktails, wo wir das eigentlich brauchten. Deswegen dachte ich, eigentlich kann man das machen und es ist super easy, es nachzumachen. Wir brauchen eigentlich nur Wasser und ganz normalen handelsüblichen Honig und eine Herdplatte. Die stelle ich schon wieder ein bisschen heiß ein. By the way, ich muss gerade mein Auto wechseln nach dem kleinen Malheur mit dem Granatapfelsirup gerade. Das erhitzen wir. Der ganze Sache gebe ich jetzt in einem 2:1 Verhältnis. Das heißt, wir geben 100 Gramm Wasser rein und 200 Gramm Honig zum Beispiel. Ich glaube, den kann man sogar. Der ist echt sehr flüssig. Und wie vorhin einfach einmal alles schön umrühren und langsam erhitzen. Theoretisch könnt ihr den Honigsirup auch in ein 3:1 Verhältnis machen. Das ist natürlich euch überlassen, welchen Cocktail ihr da habt, wie süß ihr das Ganze haben wollt. Wir haben es jetzt einfach in einem 2:1 Verhältnis gemacht. Beim Honigsirup merkt man auf jeden Fall, dass es sehr, sehr schnell sich auflöst und mit dem Wasser verbindet. Geht recht schnell, ihr müsst es nicht mehr komplett aufkochen. Ich würde euch empfehlen, auf der 7. Stufe ungefähr zu erhitzen, immer schön umrühren und dann haben wir es eigentlich schon so gut wie. Kevin musste leider schon abreisen, deswegen mache ich das jetzt mit dem Sirup. Der Honigsirup musste ja über Nacht abkühlen und ziehen. Ich fülle ihn jetzt mal in eine Flasche um und dann sehen wir, was für eine schöne Farbe er hat. Und fertig ist euer Honigsirup. Er schmeckt wahrscheinlich besser als jeder gekaufte. Dadurch, dass ihr den Honig selber aussuchen könnt, könnt ihr auch selber bestimmen, wie er schmecken soll. Und ihr seht, es ist kinderleicht, Sirup selber zu machen. Egal ob Zuckersirup, Honigsirup, Ingwer oder Granatapfel. Man kann eigentlich beinahe jeden Sirup selber machen. Falls ihr noch mehr Ideen habt oder falls ihr Vorschläge habt, welchen Sirup wir als nächstes machen sollen, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis dahin, ciao.